ich erzähle einen aktuelleren Stand zur Arbeit mit dem Config-Management-Tool, das ich jetzt seit ein paar Jahren benutze. Ich gehe davon aus, dass nicht jetzt jeder zufälligerweise vor 2 Jahren in dem Talk war. Das würde die Sache vereinfachen, aber ich werde ein paar initiale Details auch erzählen. Hi. Alles gut. Das Tool kommt aus einer Richtung, die sich Compliance nennt. Das heißt, ich möchte nicht nur wissen, dass meine Config-Settings da sind, ich möchte auch wissen, dass sie den ganzen Tag so gewesen sind. Grob. Es involviert relativ viel Reporting, also nachschauen können, hat das funktioniert, und auch diese Informationen für andere verfügbar machen. Und ansonsten ist ein relativ normales Config-Management. Ist nur ein bisschen bunter. Ich werde am Anfang darauf eingehen, warum wir das hernehmen, was Praktisches dran. Und die restlichen Punkte sind jetzt tatsächlich so mit der Sicht, was waren die Erfahrungen in den letzten 2 Jahren? Was hat sich in der Nutzung rausgestellt, weil ich jetzt eben, wenn ich auf Ansible-Welt denke, wäre es ein Ansible-Pull hausweit auf allen Systemen, der alle 5 Minuten angeworfen wird. Wie gehe ich mit sowas um? Wie vermeide ich dann, dass ich zum Beispiel irgendeinen Fehler überall hin ausrolle? Solche Geschichten. Ansonsten auch nutzungsmäßig, wie war das für die Leute im Betrieb eigentlich, wenn die Systeme diese vorher von Hand streicheln mussten oder dann auch vielleicht mal einfach nur treten, jetzt eigentlich komplett unter automatischer Kontrolle stehen? Was für Rückfragen sind so gekommen? Und dann auch der Tagesbetrieb vom Tool ein bisschen. Da möchte ich auch Demo zeigen. Also ich habe ein bisschen was vorbereitet, was mir letztes Mal gefehlt hatte, weil da hatte ich nur Screenshots und eigentlich wollte ich lieber ein bisschen was zeigen. Und ansonsten dann auch noch ein bisschen Feedback. So, wir nutzen das jetzt mit einer relativ großen Anzahl von Systemen. Die wächst die ganze Zeit. Also jetzt, ich war jetzt im Urlaub. Vor dem Urlaub waren es so 1600, jetzt sind es wahrscheinlich 1700 oder 1800. Also es geht relativ schnell, was da reinwächst. Und mein Job, sage ich inzwischen, ist eigentlich nur noch Nein zu sagen, irgendwelche Sachen abzulehnen oder aufzupassen, dass nichts Gefährliches passiert. Im Resümee werde ich aber einen Schritt von mir weggehen und auch kurz darauf hinweisen, wo dieser QA-Typ dann ziemlich im Weg rumsteht oder wie man das besser machen kann vielleicht. Unsere Prozesse sind jetzt alle etabliert, die werden sich nicht so schnell ändern, aber wenn sich jemand fragt, wie vermeide ich eigentlich, dass ich mein Unternehmen abbrennen lasse, darauf gehe ich ein bisschen ein. Bisher haben wir es geschafft. Okay, grundsätzlich, warum will man eine Compliance-Lösung haben, anstatt nur Config-Management zu machen? Man möchte so Fragen beantworten können, wie war das denn das ganze Jahr in Ordnung? Oder habe ich dieses Setting jetzt gestern geändert? Wie war das vor 2 Wochen? Und kann ich gewährleisten, kann ich meinem eigenen Chef oder dem Chef drüber tatsächlich sagen, ja, ich unterschreibe dir, das war die ganze Zeit in Ordnung. Sowas erledigt so ein Tool eigentlich. Läuft per Default alle 5 bis 10 Minuten. Und das heißt, wenn ich jetzt normalerweise so sehe, dass jemand, was weiß ich, am Tag, also ich kenne so einen Fall von einem großen Konzern, die durften einmal am Abend einen Lauf machen, weil da war dann Angst. Wir haben es zum Glück geschafft, dass wir das nicht machen mussten, das ist die ganze Zeit an. Das heißt, selbst wenn uns jetzt ein Fehler reinrutscht, betrifft er eine einzige mikrogranulare Änderung, von der ich relativ schnell zurück kann. Wenn ich Angst habe und es jeden Abend einmal anwerfe, dann weiß ich jeden Abend nicht, was passieren wird. Das macht nicht so Spaß. Gleichzeitig geht es auch darum, sicherzustellen, wenn ich mit vielen Mitarbeitern arbeite, dann gibt es andere IT-Abteilungen, andere Teams, die womöglich sogar andere Tools benutzen. Aber irgendjemand hat gesagt, das ist unser Standard und dann soll sich das Tool sogar durchsetzen. Also die Situation haben wir eigentlich inzwischen regelmäßig, dass irgendjemand seine NTP-Config nochmal anders stellt oder so. Das kann er machen, es hält auch 5 Minuten. Dann ist halt wieder die offiziell festgelegt wurde, da. Das ist so die Grundfunktionalität. Wo das dann relativ gut ankommt, ist, wenn dann auf mal irgendwelche Bankaudits passieren. So, die BaFin kommt vorbei, sagt, hallo, wie ist denn Ihre SSH-Config? Und dann gibt es halt die eine Variante, dass das alles irgendwo gefrickelt wurde oder so. Oder die andere, dass das unter Kontrolle vom Tool ist. Dann kann ich halt sofort nachweisen, dass das passt. Das ist für die eine neue Erfahrung. Was dann bei dem Rudder noch dazu kommt, da das grafisch arbeitet, haben wir irgendwann rausgefunden, dass die sich auch selber Informationen da rausholen können. Also
Ich glaube, seit 1,5, 2 Jahren haben wir einen Projektmanager da, der Michi. Der hat vorher nicht viel mit IT-Administration gemacht, weil er ist ein Projektmanager. Und irgendwann kam dann so der Punkt, wo er sich die Informationen einfach selber nachgeguckt hat. Ich springe mal hier schnell rein. Ganz doof gefragt. Kann der jetzt sagen, ob eigentlich alles aktiv ist und läuft und so ist, wie es sein soll? Ohne sich jetzt mit unserer Software auszukennen. Könntet ihr jetzt sagen, dass hier alles okay ist? Genau. Es könnte jetzt noch sein, dass es total verkonfiguriert ist und einfach nichts macht. Wir haben mit IT zu tun, aber im Normalfall, ja, es ist eine ausreichend einfache Aussage. Das Ding sagt, hier passt alles. Was er dann noch machen kann, wenn sich jemand beschwert hat von einer Abteilung, die von mir aus jetzt nur CentOS benutzen und die sagen, unsere gehen aber nicht, dann kann er sagen, nee, also eigentlich gehen eure auch. Und dann sagen die, ja, aber bei uns, ich weiß jetzt nicht, was ich hier schon vorbereitet habe, wir haben keinen SSH-Zugriff. Dann kann er hier auch gucken und sagen, ich glaube, den habt ihr. Für den Fall habe ich sogar was vorbereitet, warum es nicht so ist, aber es soll ja auch lustig sein, ein bisschen was zu finden sein. Grundsätzlich. Ja, genau. Die Soll-Konfiguration wird hier in dem Tool reingetan. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Warum lege ich diesen User an? Warum wird jetzt dieser Key getauscht? Wer hat das beauftragt? Wem seine Idee war das Ganze? Man kann es auch in einem Modus fahren, wo eine zweite Person das absegnen muss, aus einem anderen Team, die nicht Änderungen einsteuern darf, sondern nur absegnen und in einer ähnlichen Art benutzen wir es auch normalerweise. Das heißt, wenn ich jetzt meine, ich ändere da was, dann darf ich das nicht freigeben, es muss ein anderer durchschauen. Und es wird auch hier in der GUI dann angezeigt, was verändert diese Änderung, die der wollte. Und letztlich, wie jedes Mal, wenn man im Vier-Augen-Prinzip arbeitet, die Bringschuld zu erklären, warum ist diese Änderung jetzt gut, die liegt ja bei dem, der sie reintut. Der andere stellt sich ein bisschen dumm und lässt sich sagen, ja, aber warum meinst du, dass das jetzt gut geht? Und dann kann man relativ sicher sich durchhangeln. So, das wollte ich noch zeigen. Das geht in eine relativ tiefe Ebene runter. Das heißt, ihr könnt jetzt auch nachgucken, ob mein Home-Verzeichnis in Ordnung ist oder irgend sowas. Ja, und es ist tatsächlich halt so gekommen, dass jetzt dadurch auf einmal die Leute, die von den Technikern immer keine Infos gekriegt haben, nachgucken können. Auch Leute, die jetzt nicht in dem Config-Management-Team sind, können sich mit Fragen von dem Manager was rausfischen. Das hat man auch schon. Die brauchten irgendeine Info und dann kam, nee, das hat mir der andere jetzt rausgesucht. Die hangeln sich dadurch, weil sie einfach die Informationen haben. Wenn ich das jetzt in einem normalen Admin-Host hätte, was weiß ich, mein Master-Host, wo ich nur per Shell drauf kann und ein Git-Repository dran habe, da kann ich die schon auch suchen lassen, aber das wird nicht funktionieren, weil die einfach keine Chance haben, sich durchzukämpfen. Also außer sie können grep-r und haben viel Geduld. Ansonsten sehe ich hier halt jetzt von dem einzelnen Rechner die Innereien sozusagen, was der an Konfiguration hat. Kommen tut es aber von woanders. Ich gehe mal hier rüber. Das sind Regelsätze, die definiert sind. Kann man das noch lesen? Ich mache es vielleicht ein bisschen größer, oder? Moment. Geht das? Ja. Es gibt eine globale Konfiguration. Es gibt eine Hardening-Konfiguration. Das sind Security-Settings. Es gibt einen Hardening-Test. Das ist also noch nicht für alle Systeme freigegeben, sondern ich habe bestimmte Systeme, bei denen steht, du bist ein Staging-System. Die kriegen dann diese Config zusätzlich. Und dann gibt es hier noch Star Wars. Das ist eigentlich so Kern der Demo. Ich habe ein bisschen Anwendungsdeployment reingebaut. Ich werde nachher einfach ein paar Systeme noch zusätzlich hochfahren, dann werden die durchkonfiguriert und dann können wir blind drauf telnetten und da wird dann halt irgendwie was laufen. Das sehen wir dann. Eigentlich wollte ich jetzt für den Anfang nur zeigen, dass man das Ganze per GUI anschauen kann. Gehen wir mal schnell da rein. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sehen, wenn ich mir eine Regel anschaue, die sich Star Wars nennt, dass die auf 4 Rechnern ist.
diese Information ist aktuell, die ist maximal vielleicht eine Minute alt oder so, auch der Zustand von den Systemen. Das heißt, ich habe auch nicht das Problem, was mir immer wieder aufgefallen ist. Die Leute sagen, ja, das ist alles in Ordnung. Und dann kommt ihr Chef und sagt, ja, von wann ist denn die Info? Ja, da müssen wir noch mal gucken. Diesen Schritt lassen wir hier aus, weil das einfach konstant Feedback liefert. Und ich finde es interessant. Hier, ich rede jetzt die ganze Zeit von Reporting. Im US-Sprachraum ist es ja so, wenn man für jemanden arbeitet, wenn man einen Chef hat, reportet man an den. Und mit dem Tool habe ich so die Möglichkeit, dass ich tatsächlich diese Daten abliefere, die zu so einem Report gehören. Ansonsten kann ich sagen, ich habe meine Arbeit gut gemacht, Chef. Nachweisen, beweisen, irgendwas zeigen kann ich nicht, weil ich die Daten selber gar nicht habe in Wirklichkeit. Ich könnte höchstens in meinen Logs greppen. Oder, also ich meine, auf dem Level, wo habe ich sonst einfach fertig da? Ja. Also es ist ein ganz normales Configuration Management unten drunter, was aber jede Änderung, die es tut, per Syslog an den zentralen Server schickt und in dem Moment, wo die Policy eigentlich erstellt wird, auf dem zentralen Server auch einen Sollwert hinterlegt. Und das heißt, es wird einfach bei jedem Lauf, für jedes Setting, der Sollwert mit dem, was gemeldet wurde, abgeglichen. Ja, kannst du machen, kommt drauf an. Also wenn du einen Exec machst, dann würde es normal auf den Return-Code schauen. Aber wenn man höflich ist und sich das Leben schöner machen möchte, dann baut man den kleinen Wrapper, der die richtigen Return-Codes hinwirft und dann weiß es eben nicht nur, es hat funktioniert oder es war schon im Sollzustand oder es ist auf Fehler gegangen. Also die drei, wenn man halt abdeckt. Ja, genau. Ja, und letztlich ist es so, es wird immer so ausgeführt, dass er erst den Check macht, guckt, passt das schon? Wenn nein, kommt der Change. Und dann wird wieder der Check gemacht, um zu sehen, ob es funktioniert hatte. Genau. So, jetzt gehe ich wieder in diese komischen Folien zurück. Aber die beiden Punkte, glaube ich, sind rübergekommen. Oder die gemeinsame Sprache vielleicht noch nicht. Das Schöne ist, dadurch, dass ich in dieser GUI auch gezwungen bin, dass ich ordentliche Namen vergebe und sowas. Geht doch nochmal schnell zurück. Gehen wir mal hier rein. Das ist zum Beispiel ein Hardening Rule Set für ein SUSE-System oder so. Hier, wenn ich das aufklappe, dann sind da halt Infos da und ich habe eine Namenskonvention. Das heißt, ich kann mit einem anderen Menschen relativ einfach drüber reden, welche Komponenten kaputt sind. Damit kann ich auf technischer Seite ein bisschen besser erahnen, ob Fehler bei mir einen Business Impact haben und umgekehrt vermeide ich diese normalen Konflikte mit den nicht technischen Leuten, weil die einfach nicht wissen, was jetzt los ist. Hier können die halt sehen, okay, wir haben ein Problem an einer Stelle, die betrifft alle Systeme von dieser Sorte und dann ist die Diskussion um. Und dann fragt er, wie lange brauchst du es, um zu richten? Dann sagst du entweder ja, keine Ahnung, das hat wir noch nicht, oder das richtet sich von selber. Oder wir müssen da nochmal dran. Aber es ist jedenfalls relativ klar. Der kann dann auch klar sehen, wann es behoben ist. Und es macht das Leben wesentlich leichter. Tagesbetriebspunkte. Also, was jetzt momentan bei uns so ist, wir kriegen die Systeme einfach rein. Die Policy, die wir haben, ist so, keine Ahnung, ich sage mal ein Drittel oder die Hälfte aller Settings von so einem Konzern. Die ist relativ groß. Wir haben da schon dann kleine Limits getroffen, weil einfach unsere Policy zu groß geworden ist. Also es geht bis 10.000 Rechner, das ist kein Problem. Aber man kann tatsächlich eine so große Policy haben, dass es trotzdem platzt. Abgesehen davon, ich kann es eigentlich nur noch so von außen beobachten. Es kommen halt so, je nachdem, welches Team damit an Bord springt, immer wieder so ein paar hunderter Packen Systeme dazu. Und es läuft eigentlich. Die werden Neubestellungen. Genau. Zu den Altsystemen komme ich nachher. Das, ja, es war interessant.
Aber der Grundpunkt ist einfach, das System ist an. Das heißt, es gibt jetzt keine Eingriffe mehr oder sonst was. Wir nehmen ab und zu noch neue Stücke von der Policy in Betrieb. Was weiß ich, so SAP, wenn kommt, das ist halt dann der große, okay, jetzt ist es da. Aber für normale Sachen ist da nicht mehr viel. Was uns im Tagesbetrieb dann aufgefallen ist, was relativ lustig war, das System arbeitet agentbasiert und es reportet ja nur zurück an seinen Master, was es getan hat. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, so ein System abzubauen, es kämpft. Also das installiert sich die Software wieder drauf, wenn jetzt einer von Hand Software deinstalliert. Die Dienste starten sich nach, wenn einer die Dienste abschießt. Sofern ich es nicht einfach crashe und dann mit der passenden CD lösche, wird es relativ schwierig. Also auch wenn ich hergehe und sage, ja, das gehört jetzt zu einer anderen Abteilung, wenn ich das nicht korrekt von meiner CMDB erstmal zurücksynke und dort alles update, sondern den nur sagt, ja, den Server könnt ihr haben, funktioniert nicht. Die Kiste weiß, was ihr Job ist, der ist genau definiert und ihr macht den halt weiter. Nee, den Teil nicht zum Glück. Aber wir hatten halt einen, der ist tatsächlich so über Wochen immer wieder aufgetaucht. Da hat irgendjemand den normalen Abbauprozess halt ausgelassen. Ergebnis war, Kiste kommt wieder. Ja, genau. Was völlig sinnlos geworden ist, sind irgendwelche Hauruck-Aktionen. Wenn einer meint, man kann ja mal schnell das irgendwie so am Prozess vorbeimachen, ist wieder die Geschichte, das kann er schon tun, es bringt ihm aber nichts, weil es halt auch sich wieder zurückdreht. Und da ist dann lustigerweise die Situation, dass sowohl die Leute aus dem Management das auf mal nicht mögen, wenn sie dann nicht einfach sagen können, ja, aber heute habe ich meinen pissigen Tag, heute möchte ich das jetzt anders haben. Und das Gleiche passiert auch mit den allerbesten der Admins, die halt auch normalerweise schon schnell mal eingreifen können. Und wenn du dann sagst, ja, das kannst du schon machen, aber wenn in der CMDB was anderes steht, dann gilt das halt trotzdem, dann sind sie erstmal ein bisschen unglücklich. Und der angenehmste aller Rückfragen, normaler Techniker beim Installieren fragt so, ich habe gesehen, da kommen noch ein bisschen Fehler, wenn das System fertig ist. Muss ich was machen? Die Antwort war halt einfach nein. Letztlich beim nächsten Lauf richtet sich das alles und das war für mich dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist das Ding eigentlich aktiv, es funktioniert. Hintergrundgeschichte war, um die Systeme schneller reinzukriegen, legen wir die vorab schon in den Datenbanken vom Radar an. Das ist ein LDAP, da schreibt man einfach nur einen neuen Rechner rein. Aber wir haben halt gesagt, das ist ein Standard-Linux-System. Dann kriegt er halt nicht das passende OS-Repo oder das passende Repo für diesen Hardware-Vendor mit den Treibern. Okay, ein paar Minuten später weiß er, ach, ich bin eine Postgres-Kiste, ich laufe auf der und der Hardware und hängt sich das alles automatisch hin. Habe auch gesehen, es lohnt sich nicht, da jetzt diese Sachen großartig zu tunen. Den Preseed schöner machen, ja, aber ansonsten zu sagen, ja, ich hänge jetzt erst das Repo an, dann installiere ich die Software, das kann man sich alles schenken, weil das System läuft so oft und so schnell, ein Lauf später hat er das Repo dran und installiert alles. Also man spart wahnsinnig viel Zeit, wenn man nicht solche Tuning-Sachen macht. Und das andere ist, wenn man versucht, da so Tuning zu machen, und zu sagen, ja, das muss erst gelaufen sein, damit das andere laufen darf. Eigentlich baut man nur lauter Abhängigkeiten in seine Policy rein, bis man dann an den Punkt kommt, dass man Race Conditions braucht, damit sie irgendwann mal noch läuft. Ist aber ein typischer Fehler. So, ich glaube, das ist das letzte Stückchen zum Tagesbetrieb. Es gibt dann Ausnahmen. Das geht auch in die Richtung mit deinem Exec. Es gibt Software, die ist so abgedreht, da kann ich eigentlich nur sagen, die sollte man überhaupt nicht per Config Management installieren. Das WebSphere, das war so ein Kandidat, den nehme ich jetzt auch ganz locker raus. Das hat eine Ladung von Paketen, dann hat es Hotfixes dazu, dann gibt es das Update hat auch Hotfixes. Aber man braucht nur einen Teil der Hotfixes, wenn es ein Server ist, und beim Client braucht man einen anderen Teil. Das Ganze dann noch so abzubilden, dass es so schön, sauber, rund läuft, wir haben es dann gemacht, weil einfach der Zeitdruck auch da war, aber es ist nicht sinnvoll. Also letztlich für sowas mache ich lieber ein Install-Skript, was die Software ordentlich drauf tut. Und so, ich habe keinen Laserpointer, aber es ist relativ einfach. Die Lösung bei uns war tatsächlich, den ganzen Entwicklern beizubringen, wie man State Machines baut. Das war für die nicht naheliegend und vor allem nicht, dass sie es in Shell-Skripten tun sollten. Aber damit kann ich halt vorher eine Anforderung sagen und das Skript löst selber die ganzen Themen auf. Moment. Genau.
Was wir ganz intensiv nutzen, das ist in diesem Radar 4, also sprich in den letzten 2 Jahren dazugekommen, das ist ein Audit Mode. Viele Tools haben sowas, so ein Dry Run sozusagen. Der läuft jetzt hier aber halt richtig gut, weil ja trotzdem Rückmeldungen zum Master geschickt werden. Das heißt, ich kann vorab schauen, wie werden sich meine Änderungen auswirken. Praktisch gesehen schalten wir vor jeder größeren Policy-Änderung die ganze Umgebung auf Read-Only um, bis auf ein paar Testsysteme, die weiter ausbaden dürfen, sozusagen, was wir programmiert haben. Und dadurch haben wir eine wahnsinnig gute Absicherung. Letztlich, wir gucken dann nur die Logs durch, hat das irgendwas, ist da irgendwo ein Fehler reingerutscht. Und vom Ablauf her ist es, nachdem die ganzen Entwickler schon ihre Tests gemacht haben, nachdem die QA-Leute ihre Tests gemacht haben, und es ist uns auch dann trotzdem schon passiert, dass wir nur wegen diesem Audit-Mode nichts abgeschossen haben. Hintergrund war dann Bugfix, der einen Bug hatte. Kommt vor, ist aber sehr unschön. Und was hier jetzt letztlich passiert ist, ich habe eine normale Instruktion, ich will dieses Paket installiert bekommen und oder ich will einen SSH-Key tauschen. Und dann sagt das Ding, ich kann den SSH-Key nicht tauschen, weil da was nicht stimmt. Dann schaue ich nach und sage, okay, das ist ein Bug oder ja, alles klar, das war falsch. Neuerung sonst aus den letzten 2 Jahren, was leider schade oder traurigerweise eingeschlafen ist, war die ganzen ARM-Sachen. Also es gab wohl einfach zu wenig Kundenanfragen. Ich weiß nicht, jeder liest und schreibt über irgendwelche schönen Cavium-Server und was weiß ich, was es nicht so viel gibt, sind Firmen, die sie haben und einsetzen. Das Gleiche betrifft auch den FreeBSD Agent dann letztlich. Ansonsten, was reingekommen ist, sind extrem viele Schnittstellen zu anderen Tools hin. Also das letzte Mal, als ich hier war, habe ich halt dieses Ansible-Plugin mit drin gehabt und habe dann halt Ansible mit dem Inventory vom Radar laufen lassen, dass die Daten alle gesynkt waren und so. Und jetzt gibt es noch wesentlich mehr. Also ich kann jetzt direkt CMDBs einbinden, kann Monitoring-Systeme reinschreiben und sowas. Dann kann ich sagen, wenn ein neuer Rechner dazukommt, soll auf dem erstmal gar nichts passieren, dass der auch so in so einen Read-Only-Mode geht. Wenn es um alte Kisten geht, ist das dann interessant. Sie haben einen Windows-Support reingebaut, den brauche ich persönlich jetzt nicht. Was aber nett ist, der ist komplett abstrahiert. Das heißt, es ist jetzt nicht wie sonst, dass ich sagen muss, ich will jetzt das Windows-Modul benutzen, sondern ich sage trotzdem, ich will ein Paket installieren. Und der macht dann unten drunter einfach das Richtige, egal ob ich jetzt ein Linux-System drin habe oder ein Windows-System. Performance-mäßig hat sich ziemlich viel geändert. Also es gab so Punkte, dass die GUI irgendwie lahm wurde, wenn da tausende Systeme drin waren. Und das ist inzwischen alles super schnell. Sie haben auch ein bisschen rumprogrammiert an dem Agent selber. Also so Sachen, die bei anderen Tools oft Probleme machen, hunderte User anlegen oder so. Das geht so in 20 Sekunden durch. Also letztlich hat man halt wirklich das Gefühl, dass da jetzt kein Overhead draus kommt. Was noch frisch ist, es gibt eine ziemlich leistungsfähige API, über die kann ich alle diese Reporting-Werte abfragen. Das heißt, ich kann sagen, als Team, das so einen Server benutzen möchte, ich nehme den erst her, wenn der komplett durchkonfiguriert ist. Dafür können wir jetzt Read-Only-Accounts einfach drauf tun. Oder Sie können schreibende Rechte nur auf Ihre Systeme haben oder sowas. Dann gibt es noch so Hook-Schnittstellen. Da kann ich bei jeder beliebigen Änderung dann noch, was weiß ich, mit anderen Systemen reden oder sowas. Und Radar 5 ist jetzt der Teil, der dann gerade mit dem QA-Hut auf interessant wird. Wir wollten weg von diesem Punkt, dass man überhaupt selber was ausrollt. Das heißt, man würde in dem System definieren, ich möchte bitte folgende Änderung, keine Ahnung, Webserver-Update auf allen Systemen haben. Und es fängt dann automatisch an, den Rollout zu machen, erkennt, wenn eine bestimmte Prozentrate an Fehlern überschritten ist, stoppt dann, geht wieder auf die alte Version zurück. Es kann auch für verschiedene Gruppen unterschiedliche Versionen haben und man kann auch mehrere Änderungen dann so der Reihe nach rausrollen. Der Hintergrund ist einfach, das kann man alles von Hand machen, wenn man sich jetzt zum Beispiel seine Policy kopiert oder so. Das ist aber ein Riesenaufwand. Das Tool kann das eigentlich selber. Und das ist so jetzt das nächste Große, was da kommen wird. Wenn man sich jetzt halt vorstellt, wir wollen auf
vielen tausend Systemen Änderungen machen und wir wollen dann nicht aber mit dem Klemmbrett da hocken und abhaken oder jeden Tag ein Meeting machen und schauen, funktioniert das, dann ist es halt schön, wenn es automatisch läuft. Ich glaube, sonst gibt es das nirgends. Ansonsten wird das Syslog rausfliegen. Sie wollen einfach auf HTTPS gehen. Der Hintergrund ist, glaube ich, unter anderem, dass einfach jetzt mit Systemen, die normalerweise kein Senden der Syslog mehr da ist. Ich kann mir einen R-Syslog nachinstallieren, der funktioniert dann aber nicht, solange ich nicht den Journal, die auch neu starte, und dann fange ich oft mal an, nur um eine Syslog-Nachricht abschicken zu können, am System rum zu konfigurieren. Das ist nicht ganz so gut. Das andere ist halt auch einfach die übliche Situation, wie viel muss in der Firewall aufgemacht werden und sowas. Und HTTPS ist halt eigentlich immer da. Das andere ist, dass für so Management von Credentials, also Private Keys, alles in dieser Art, wird es eine direkte Integration mit dem Vault geben. Das ist relativ nett, weil das hat halt auch Auditing drauf. Das heißt, das weiß dann, wann wurde jetzt so ein Credential abgerufen, wann wurde was getauscht. Damit vermeide ich diese Sache, die ich normal mit Config Management habe. Ich kann zwar mein Root-Passwort normalen Tools verschlüsselt ablegen. Das ist ganz super, dann ist es geschützt. Aber es schützt mich nicht davor, dass nicht irgendeine Nase einfach mein Config-Management benutzt, um es überall zu ändern, auf eines, das sie kennen. Also ich schütze momentan mit diesen Verschlüsselungssachen immer nur eine Seite. Und wenn das jetzt hier im Tool direkt integriert ist, dann habe ich halt ein wesentlich besseres Audit-Trace und kann solche Sachen auch gut erwischen. Genau, ansonsten, was so mir aufgefallen war in den letzten 2 Jahren, wir haben es tatsächlich geschafft, dass alles, was wir in dem Config-Management drin haben, dokumentiert ist, was irgendwie nicht so Standard ist. Das heißt, wir können jetzt auch im Nachhinein rausfinden, auch in 5 oder 10 Jahren, warum haben wir diesen Zeug da reingemacht. Weil unsere Ausgangssituation war das Gegenteil. Wir haben für alle Sachen, die im OS-Umfeld da sind, die übers Config-Management gemacht werden, Tests gebaut, also Unit-Tests oder was auch immer. Hintergrund ist, keine Ahnung, installierst ein Cluster. Warum sollst du das immer von Hand durchtesten nach dem Update? Kann man auch automatisch machen. Was ziemlich wichtig war, für diese ganzen Leute, die da arbeiten, gerade für die Entwickler, auch irgendwelche Namenskonventionen nicht nur aufzustellen, sondern auch eine Anleitung, wie benutze ich die, weil das oft sonst nicht geklappt hat. Grundsätzlich, wir haben wirklich viel Absicherung drinnen und was geholfen hatte, war so Test-Clients zu haben. Wir haben einfach blind dann in der ganzen Systemlandschaft mal ein paar Server bestellt, deren Job da ist, rauszufinden, funktioniert noch alles. Weil vorher, also in einem Normalbetrieb, habe ich das nicht. Ich kann in irgendwelchen OpenStack-Clouds kurz eine VM rauf und runter fahren, aber ein System, was ich konstant verfügbar habe, um zu testen, habe ich normalerweise nicht da. Von Integrations- und Testumgebungen abgesehen. Aber ein normales Produktivsystem faked man normal nicht. Und das war relativ gut, das zu machen. Und wir haben tatsächlich, auch wenn es viel Prozess und komisches Zeug ist, was alles ausbremst, halt ohne irgendwelche Outages gearbeitet. Und ich glaube, jeder von den großen Internetläden hatte in der Zeitspanne schon wieder hier, bumm, bumm, da und so weiter. Also grundsätzlich lohnt es sich vorher ein bisschen, sich Gedanken zu machen, wie man die Sachen abhärtet. Man kann es vermeiden, dass man irgendwo wieder Prod-Outages hinlegt. Was wir besser machen hätten können, auch um tatsächlich schneller zu sein, wenn irgendjemand ankommt, wir hatten ein existierendes Tool, ich sag mal, wir haben hier diese Wasserflasche, die funktioniert super. Dann denkt sich irgendjemand, ja, aber man könnte da noch was hinbauen. In dem Moment den Typen einfach aus dem Büro werfen. Es lohnt sich, weil diese Erweiterungen eskalieren und am Ende hat man dann ein Tool, was überhaupt nicht mehr die Grundfunktionen einhält. Also das hatten wir. Was passiert da? Ja, schaut so aus. Okay. Tschüss, Wand. Gehört das so? Okay. Ja, okay, macht nichts. Wir sind eh so gut wie durch. Geil.
Ja, also wir hatten tatsächlich, dass das Test-Framework so weit erweitert wurde, bis es nicht mehr zum Testen benutzt werden konnte. Solche Sachen können vorkommen und das zu stoppen ist eben extrem wichtig. Was wir auch gesehen haben, ist, dass von Management-Seite oft nicht gesehen wird, dass es sich lohnt, die Leute einzuarbeiten. Ich weiß nicht, hat jemand von euch das gelesen von der RIPE, die gerade ihr Config-Management neu bauen? Irgendwer? Okay, also die haben was ganz Altes rausgeschmissen, was ganz Neues rein und sind auch auf die Idee gekommen, dass sie die Leute einfach vorher schulen. Wenn man sowas als Standard macht, keine Ahnung, du musst 6 Stunden dahin und das dir zeigen lassen, kommt man wesentlich leichter an den ganzen Management-Hürden vorbei, die Leute frei zu bekommen. Was ein Fehler war noch bei uns, dass wir die Entwicklungsumgebungen nicht regelmäßig einfach tot machen. Und ich meine mit regelmäßig nicht jetzt, man nimmt sich vor, das macht man einmal im Monat, sondern man hat einen Cronjob, der das Ding einfach am Monatsanfang einmal platt macht. Der Hintergrund ist, ansonsten sammelt sich zu viel da drin an, was nicht fertig ist oder nicht getestet. Genau. Der nächste Punkt hieß nicht mehr besser machen, sondern Burn with Fire. Da geht es hauptsächlich um Schnittstellen. Wenn ich eine CMDB-Schnittstelle mir reinbaue, ist toll, wenn ich die auslesen kann. Aber ich sollte so auslesen können, dass ich auch jedes Mal Qualitätskriterien mit einsammle und sage, 90% der Daten waren korrekt oder 95 oder 70. Weil die Daten sind niemals in Ordnung. Wenn ich aber nicht belegen kann und nicht prüfen kann, wie weit sie okay sind, dann habe ich ein Riesenproblem. So, das andere ist, irgendwelche Ad-hoc-Schnittstellen taugen überhaupt nichts. Also wenn mir jemand sagt, ja, das kann er mit, was weiß ich, in irgendeiner Datenbank schnell mit einem Datenbank-Client rausholen, so mit Oracle Developer oder MySQL kurz was nachgucken, die Unterhaltung kann ich abbrechen. Weil, also außer der sagt mir, er bleibt jetzt 24 Stunden auf dem Stuhl da sitzen und macht das immer, wenn ich es brauche. Ansonsten müssen solche Schnittstellen tatsächlich immer gleich automatisiert werden und eben nicht nur reingebaut werden, dass der funktioniert und die Daten rauskommen, sondern man muss auch für jeden Datensatz, den man da holt, eine Prüfung drin haben. Ja, der letzte Burn it with Fire. Hi. Ja, keine Ahnung. Das ist nett, wenn du schaust, danke. Also, die Altsysteme. Wir haben geguckt, wie können wir die reinnehmen. Wir haben Tools geschrieben, um zum Beispiel Config-Files von allen bestehenden Systemen einfach reinzuholen, automatisch mit MD5s zu vergleichen, welche die gleichen Pattern drin haben und so. Alles okay. Wir haben auch rausgefunden, wie wir die Dokus nachführen können, die da ursprünglich gefehlt haben. Es ist aber egal. Geht das jetzt wieder an auch? Ah, okay, ich glaub dir. Danke. So, der Punkt mit Altsystemen ist der allererste hier. Das ist der einzige, der wichtig ist. Was? Okay. Der einzige Punkt, der wichtig ist, wenn es darum geht, Altsysteme zu integrieren, ist der erste. Wenn ich das mache, dann lade ich mir die ganze Technical Debt vom ganzen Konzern auf. Alle anderen sagen dann: Ja, nee, wir haben das nicht mehr angefasst. Wir wussten ja, dass es nicht so einfach ist. Aber das ist schön, dass ihr es jetzt macht. Nee, dokumentiert haben wir da nichts. Aber könnt ihr uns sagen, was ihr da jetzt baut? Das ist interessant. Nee, das wussten wir nicht, dass das so funktioniert. Also man müsste deine Projektplanung ein bisschen anders gestalten und halt den Neuaufbau der gesamten IT mit einrechnen, dann kommt man vielleicht hin. Also aus dem Grund haben wir es dann letztlich sein lassen müssen. Das heißt nicht, dass man nicht aber trotzdem alle Sachen, die zur Base Policy gehören, dorthin tun kann. Das heißt, unsere Policy ist auch aufgespalten und niemand hindert mich jetzt dran, keine Ahnung, die Permissions auf den Host Keys zu prüfen auf diesen alten Kisten. Was ich halt nicht machen sollte, ist zu versuchen, auf dem Postgres-System, was vor 5 Jahren das letzte Mal geupdatet wurde, Postgres zu aktualisieren. Das soll bitte der machen, der es vorher nicht gemacht hat. Ja, also der Punkt kann ich nur warnen. Dann, wenn jemand mit einer kleinen Änderung kommt, der wird erwarten, dass er die nach dem Tag hat. Wenn der jetzt aber mit irgendwelchen Specials ankommt, dann muss der halt durch einen QA-Prozess, der darauf ausgelegt ist, Massenänderungen zu vermeiden. Dann wartet er halt 4 Wochen, dann wird er ziemlich pissig. Deswegen alle simplen Changes, wenn ich Risiken im Griff behalten
möchte, muss ich komplett standardisiert haben. Es ist unangenehm, es ist bescheuert. Man müsste eigentlich nur 2 Minuten da in der GUI klicken und ist fertig, aber man kommt auf einen Monat raus, wenn man irgendwie versucht, das Ganze noch im Griff zu behalten. Und es ist sinnlos. Deswegen müssen die Leute ein bisschen zurücktreten und sagen, ja, okay, ich nehme jetzt einfach das User Home, was alle anderen auch haben und nicht mein eigenes, mein tolles. Das Letzte, was sich jetzt so im letzten Dreivierteljahr rauskristallisiert hat, ist, es gibt ganz viele Leute, die irgendwann fertig sind bei so einer Policy. Die Entwickler sind irgendwann fertig. Das Problem ist, wenn die Entwickler fertig sind, hat kein Mensch auf der Welt eine Ahnung, ob es funktioniert. Die haben es vielleicht getestet, vielleicht nicht. Vielleicht haben sie es gut getestet, vielleicht nicht. Vielleicht haben sie keinen Zugriff auf die Systeme, die speziell sind. Hilft nichts. Wenn die QA getestet hat, geht's vielleicht. Ziemlich sicher. Aber die QA kann nicht entscheiden, wann es live geht. Und wenn die aus dem Betrieb das Ganze live nehmen, wird es die ganzen davor nicht erfahren. Für solche Sachen habe ich keine schöne Zauberlösung oder so. Ich kann nur sagen, das ist ein kritischer Punkt. Und es funktioniert nicht, dass man jetzt jeden Tag alle offenen Punkte durchdiskutiert, weil manche Komponenten brauchen auch einfach so einen Monat zur Entwicklung. Da kann ich nicht jedes Mal dann wieder eine volle Runde drehen. Ja, genau. Ja, das ist eine schöne, sehr schöne. Ah, okay. Er hat gesagt, das ist die klassische Definition of Done, aber dann mit einem leicht zynischen Untertitel, der aber genau stimmt. Dann ist dann erreicht, wenn das Ganze außer Betrieb ist, weil das ist der einzige finale Zustand. So. Ja, genau. Und das ist noch so ein Reminder-Punkt, Training. Ich brauche ein bisschen Training für die User, das ist harmlos. Für die Admins, die brauchen so viel, dass sie so eine Software halt, außer Betrieb nehmen können, richten können und so weiter. Was mich überrascht hat, ist tatsächlich, dass man wiederholt die Architektur mit den Entwicklern auch trainieren muss. Weil ansonsten bauen die, also die sind in der Lage, jederzeit eine Lösung zu schaffen. Das Problem ist, sie müssen auch eine Lösung passen, die ungefähr ins System passt. Lösungen schaffen, die ins System passt. Und die Information geht denen halt irgendwann auch mal verloren. Also aus meiner Sicht lohnt sich's nicht, das bei den Leuten immer einzeln nachzufahren. Man muss einfach regelmäßig diese ganzen Sachen durchgehen. So. Das ist hier alles. Und wir sind eigentlich auch ziemlich spät in der Zeit. Ich würde sagen, ihr fragt, wenn ihr Fragen habt, jetzt erstmal. Nein. Irgendwer? Ja? Ja. Das Deployment nicht, aber ab dem Moment, wo das OS gebootet ist. Also die gesamte Konfiguration, alles, aber nicht jetzt sozusagen der PXE-Teil oder sowas. Mhm. Ja. Ja. Also die Grenze wäre zum Beispiel jetzt beim Oracle, das Oracle wird es wird ein Oracle-Server draus gemacht, aber das Oracle installieren tut jemand anders. Wenn es ein kompletter, fetter Anwendungsdeck ist, dann machen wir für den nur die Grundkonfiguration. Wir legen auch keine Instanzen an. Und das sehe ich auch, nicht in dem Tool. Also Anwendungsdeployment, reines, gerade wenn es um Mehrinstanzgeschichten geht, kann man machen, wenn es eine kleine Umgebung ist, dann lohnt sich's. Für eine große mit verschiedenen Betriebsteams oder so ist es sinnlos. Ist wie, theoretisch ein Autojust, praktisch was anderes. Die kriegen halt dann noch Storage dazu. Ja. Also das Basissystem ist halt durchdefiniert und das ist so, dass es groß genug ist, dass das jetzt für beliebige Anwendungszwecke von dem System passt. Okay, dann einfach danke.